angeht, erstmal wollen wir kurz, ich habe schon angerissen, das Thema Sommertheater kurz aufgreifen. Also in den letzten Tagen ist viel vermeldet worden aus Kreisen der Oberliga Nord oder auch aus Kreisen der DEL 2, was da denn passieren soll, was passieren wird. Der EV Regensburg hat nochmal nachgemeldet für die DEL 2, wollen den Aufstieg, wenn möglich, wahrnehmen. Heilbronn ist aber letztendlich der, der das erste Recht hat auf einen etwaigen fehlenden Platz in der DEL 2. Da können wir Sie ein bisschen beruhigen. Heilbronn möchte auch das Recht wahrnehmen, aber wie der Verlauf da jetzt ist, da ist man sich, glaube ich, im Hintergrund immer noch nicht einig. Und es ist auch gut, dass die DEL 2 und ihr Geschäftsführer Herr Rudorisch da im Hintergrund agieren, denn bis da nichts fix ist, denke ich, tun wir gut daran, einfach uns auch aus der Diskussion rauszuhalten. Wie dann gestern Nacht noch ja, leider rausgekommen ist, hat ein großer Verein in Deutschland, auch mal der Arbeitgeber von unserem Coach Henry Thom, die Hamburg Freezers, die Segel streichen müssen, weil die Anschütz Group eben gesagt hat, sie möchten die Lizenzen nicht erweitern. Jetzt muss man eben aufpassen oder abwarten, was mit Bremerhaven passiert, die der einzige Nachrücker aus der DEL 2 sein könnten in die DEL. Das dazu. Morgen, Thomas, und ich denke, da kannst du was dazu sagen, findet im Kreise der Oberliga Süd zwischen den Vereinen ein Treffen statt und ich denke, auch dann weiß man letztendlich mehr. Also auch von meiner Seite herzlich willkommen hier bei unserer Pressekonferenz. Ja, es ist tatsächlich so, ich habe schon darauf gewartet, wir haben wieder das Ticket für Sommertheater gezogen und wir werden uns morgen, das heißt alle Oberliga Süd Mannschaften bzw. deren Vorstände werden uns treffen, morgen in Grafing, in Klostersee, in der Stadiongaststätte in Klostersee und um 13 Uhr. Jürgen und ich werden hinfahren und werden uns dann beraten, wie wir weiter vorgehen, welche Möglichkeiten da sind und werden Optionen auch vorbesprechen und damit dann letztendlich auch in das Gespräch mit dem Deutschen Eishockeybund gehen. Wie auch immer, es wird eine Lösung geben. Wir haben schriftlich einige Lösungsvorschläge sogar schon platziert. Also der DIB hat von uns seit Mitte letzter Woche ein zweiseitiges Schreiben vorliegen, in dem wir einige Vorschläge unterbreitet haben und auch da angekündigt haben, dass seitens des DIB dringender Handlungsbedarf ist und wir das jetzt auch erwarten. Also es bleibt spannend. Wir werden mit Sicherheit eine Lösung finden. Es gibt viele Lösungsansätze und ja, ich würde mal sagen, am Wochenende ist voraussichtlich dann, spätestens am Wochenende soll ein Treffen mit dem DEB dann stattfinden, sofern sie morgen Abend nicht noch dazukommen. Und ich denke mal, innerhalb der nächsten zwei Wochen werden wir mehr erfahren. Ja, so viel zu dem Thema. Also auch da sollte das Sommertheater so schnell wie möglich beendet werden, damit wir Klarheit haben. Für etwaige Fragen würde ich sagen, lassen wir uns noch Zeit, können gerne danach gestellt werden zu allen Themen, wenn welche offen geblieben wären. Wie es der Thomas schon gesagt hat, von Seiten also der Wölfe, wir planen mit Oberliga, egal wo, egal wie. Es wird eine Lösung geben, wie die dann von DEB-Seiten aussieht, wird sich herausstellen. Des Weiteren hat unser neuer Kooperationspartner, wie er seit zwei, drei Wochen bekannt ist, der ETC Krimmitschau, gestern bekannt gegeben, dass sie Ole Olev von den Eisbären Juniors verpflichtet haben. Ole Olev ist ein 19-jähriges Verteidigertalent. Er wird mit einer Förderlizenz ausgestattet und wird einige Spiele, hoffentlich viele, viele Spiele, bei uns verbringen. Es ist ein Mann, Henry, den du dir auch schon vorher ausgeguckt hattest und damit auch eigentlich sozusagen ein Neuzugang für uns. Ja, auch von mir erstmal guten Abend. Ja, den Ole Olev hatte ich mir selber in Berlin schon angeschaut. Und wollte ihn eigentlich direkt für selbst verpflichten. Nur ist Krimmitschau dann gekommen, hat ihm einen Dreijahresplan angeboten und deswegen haben die auch im Endeffekt den Ole dann verpflichtet, in dem Gedanken, dass er fast die komplette Saison bei uns spielt. Er wird da Anfang der Woche immer trainieren und dann ab Donnerstag immer bei uns sein, insofern sie keine großen Verletzungssorgen haben. Es sind auch andere Spieler möglich, die bei uns spielen, aber diese werden dann nach und nach dann benannt. Das zu dem Thema Neuzugänge, Kaderplanung ist auch ein ganz großes Thema, auch wenn man jetzt noch nicht wirklich weiß, in welcher Oberliga-Struktur es weitergehen wird, haben wir noch zwei Abgänge zu vermelden. Und zwar werden Thomas Bozenhardt und Sebastian Eickmann nicht mehr für dieselben Wölfe auflaufen im nächsten Jahr. Vielleicht, Henry, sagst du auch noch ganz kurz einen Satz dazu. Ja, also es sind zwei tolle Menschen, die wir da leider verlieren.
Es ist aber eine Sache, wenn man einen Kader plant, man will die auch verstärken. Und wir haben einfach unseren Etat dafür benutzt, um andere Sachen, andere Leute zu holen. Und ich bin auch sehr dankbar, dass die bei uns waren und wünsche denen auch alles Glück in ihrer Zukunft auf jeden Fall. Haben sich immer professionell verhalten, das sollte man dazu sagen. Wo die Reise für beide hingeht, ist nicht bekannt und obliegt auch in der Vermeldung des aufnehmenden Vereins. Da gibt es noch eine Sache in Sachen Kaderplanung, bevor wir dann zum eigentlichen Thema kommen. Und zwar eine Kontingentstelle ist noch vakant. Da stehen wir in Verhandlungen. Wir hoffen, noch im Juni Bescheid sagen zu können, ob es klappt oder nicht mit einem neuen Conti für die selber Wölfe. Ansonsten, wie auch schon in der Presse zu entnehmen war, stehen noch zwei Personalien in der Verteidigung offen, nämlich Timo Roos und Tim Schneider. Mit denen wird verhandelt, sind natürlich selber Eigengewächse und wir würden uns außerordentlich freuen, wenn die weiterhin auch für die selber Wölfe auflaufen werden und sind da auch sehr gute Dinge, dass das demnächst dann auch unterschriftsreif ist. Michael Galvez, von dem haben wir lange nichts mehr gehört, der war lange verletzt, auch schwer verletzt, ist momentan im Aufbautraining. Er wird für die Vorbereitung einen Probevertrag erhalten und kann sich anbieten in diesem Rahmen für die erste Mannschaft. Und der Vertrag mit unserem Backup Manuel Kümpel sollte auch in den nächsten Wochen, Tagen verlängert werden. Das Ganze zieht sich jetzt natürlich verständlicherweise, nachdem erstmal geklärt werden muss, wie die Oberliga aussehen soll. So, und jetzt fragen sich alle so viel Geplänkel, so viel Gelaber, warum sind wir eigentlich hier? Ich denke, die meisten konnten sich's vorstellen. Da ist unser erster Vorstand und der hat hoffentlich was im Gepäck. Hallo Jürgen Golli. Da ist er nämlich, der Mann, der die nächsten 3 Jahre wieder für dieselbe Wölfe spielen wird. Florian Ondruschka. Es ist ja von den Dächern gepfiffen worden in Selb. Flo, schön, dass du hier bist. Für die nächsten 3 Jahre hat es gleich geklappt. Von den Straubing Tigers zu den selber Wölfen. Heimkommen heißt das ja in deinem Fall. Einfach mal ganz kurz, letzten Donnerstag war es soweit, ist unterschrieben worden. Wie fühlst du dich? Bist du happy, wieder zu Hause zu sein bei deinem Heimatverein? Ja, erstmal hallo zusammen. Ja, ich freue mich natürlich sehr, dass es geklappt hat. Und ja, seit letzten Donnerstag ist jetzt offiziell. Und ich freue mich natürlich wieder zu Hause zu sein und freue mich auf den VR. Und hoffe, dass wir 3 erfolgreiche Jahre hier haben werden. Die einen hoffen ja vielleicht schon auf ein bisschen mehr wie 3 Jahre. Vielleicht gibst du das Mikrofon kurz an den ersten Vorstand weiter. Jürgen, du hast mit Florian schon lange, lange Kontakt. Der Kontakt ist ja nie abgerissen zwischen Florian Ondruschka und dem VR selbst und seiner Heimat. Wie hat es sich letztendlich ergeben, dass man so einen Glücksgriff, möchte ich es mal nennen, wieder zurückholen konnte? Ja, erstmal guten Abend. Es ist richtig, wir haben mit Florian, Thomas und ich schon vor 3 Jahren, 2013, glaube ich, mal gesprochen und haben gefragt, ob er nicht Interesse hat, wieder nach Selb zurückzukommen. Und Florian hat vor 3 Jahren gesagt, naja, ist noch ein bisschen früh für mich. Daher möchte ich noch in der DEL spielen. Und seitdem sind wir eigentlich in losen Kontakt geblieben. Und Florian ist dann, ich glaube im Januar war es, auf mich zugekommen, hat angerufen und gesagt, ich könnte mir vorstellen, heuer noch selbst zurückzukommen. Ich weiß es noch nicht, wie sich bei mir die Sachen entwickeln werden. Und seitdem sind wir in losen Kontakt und das ist dann ja, immer konkreter geworden. Und letztendlich, letzten Donnerstag, konnten wir uns dann sehr schnell einigen. Danke dir, Jürgen. Ich gebe das Mikrofon einfach mal an den Mann weiter, der wahrscheinlich am glücklichsten ist hier am Tisch. Ein Spieler wie Florian Ondruschka in den eigenen Reihen zu haben, ist nicht das Schlechteste, oder Henry? Nee, also es war eine harte Verhandlung zwischen den beiden, wie ich gehört habe. Aber nein, ich bin natürlich sehr froh, dass Florian sich für uns entschieden hat. Die Erfahrung, die er mitbringt und einfach auch seine Professionalität und sein Herz für Selb spricht für sich. Und er wird unsere Mannschaft viel besser machen. Und ja, ich bin sehr froh, dass er da ist auf jeden Fall. Dann möchte ich das Wort in die Runde geben, vor allem erstmal an die Pressevertreter. Gibt es Fragen an Florian Ondruschka, an Jürgen Golli, Thomas Manzai oder Henry Thom? Andi, komm doch vor zu uns und spreche ins Mikrofon, wie auch in der Hockeyhütte.
Ja, Florian, Sprung von der DEL in die Oberliga. Ist zwar deine Heimat selber, aber ist doch etwas überraschend. Gut, du hast keinen Vertrag mehr gehabt in Straubing. Hat vielleicht ein anderer Verein Interesse gehabt oder wolltest du wirklich einfach zurück nach Selben? Ja gut, ich meine, es hat sich für mich bis vor kurzem in der DEL nichts ergeben. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, will ich den Schritt in die zweite Liga machen oder will ich gleich wieder nach Hause kommen? Und ich habe mich dann relativ schnell eigentlich dafür entschieden, gleich wieder nach Hause zu kommen. Ein Grund auch dafür war mit Sicherheit auch mein Studium, dass ich hier in Selben ein bisschen noch intensivere Zeit widmen kann. Und ja, außerdem wollte ich eigentlich auch wieder nach Hause. Wie gesagt, entweder DL, das hätte ich gerne noch gemacht, aber hat sich nicht ergeben. Und dann war für mich eigentlich klar, dass ich den Schritt nach Hause gehen möchte. Gibt es weitere Fragen? Ich nehme mal gleich eine vorweg. Der Flo wird mit der Nummer 17 spielen. Und ich glaube, ich hatte es schon mal erwähnt, einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben. Soweit die Fakten, mehr weiß ich jetzt auch nicht. Gibt es weitere Fragen an Florian Andruschka? Wenn nicht, stelle ich dir eine, Flo. Das Sommertheater hat uns alle wieder ereilt, jetzt in der letzten Woche. Wie geht man damit um? Gerade jetzt die Oberliga Süd, vor allem die Staffel, steht ja momentan mit wenig Lösungen da, auch weil der DEB wenig Lösungen anbietet. Wie siehst du das aus der DEL zum Beispiel, aus der Sicht vielleicht auch nach unten? Ja gut, ich bin das ehrlich gesagt jetzt natürlich nicht so gewohnt bei uns. Irgendwann stand es immer fest, wer spielt. Ja, ich denke, als Spieler ist es immer schwierig. Wir bereiten uns vor und wir können es nicht beeinflussen. Wir müssen damit leben, was wir eben für Mannschaften in die Liga bekommen. Wie viele es dann sind, wird man sehen. Wir können uns, wie gesagt, nur gut vorbereiten und dann versuchen, alles unser Bestes zu geben. Und, ja, wir hoffen natürlich, dass die Liga möglichst groß ist, dass viele Derbys sind, dass Regensburg da bleibt. Ja, hätte es auch schön gefunden, wenn Bayreuth da geblieben wäre. Ja, aber wie gesagt, das sind Sachen, die für uns als Spieler schwierig zu beeinflussen sind und wir müssen es so nehmen, wie es kommt. Und ja, ich hoffe trotzdem, dass sehr viele Leute zu den Spielen kommen. Eine Personalie zieht auf jeden Fall jetzt schon ein paar Leute ins Bauwerk hinter, Flo. Du, selbstverständlich. Wollen wir zumindest hoffen, was erwartest du dir von der Oberliga? Was erwartest du dir von dem Schritt von der DEL zurück in die Oberliga zu dir nach Hause? Ein neues Umfeld ist es ja für dich eigentlich nicht. Du bist ja ein heimatverbundener Mensch, hast deinen Sommer auch hier verbracht. Aber rein sportlich, was erwartest du geschafft? Ja, gut. Also ich weiß natürlich, dass der Schritt das ein großer Schritt sein wird. Das ist für mich ein neues Umfeld. Es ist eine neue Mannschaft, es ist ein neuer Trainer. Und ich bin sehr, auch sehr neugierig. Ich denke, dass es auch nicht einfach sein wird. Also ich nehme das mit Sicherheit nicht auf die leichte Schulter. Ich weiß, dass die Erwartungen hier sehr groß sein werden. Ich denke aber, wenn man sieht, wie ich die letzten 10 Jahre in der DL gespielt habe, was ich für eine Rolle hatte, was für ein Spieler typisch war, das werde ich jetzt nicht mit 29 Jahren relativ ändern. Also ich werde meinen Stil beibehalten, der jetzt nicht sehr auffällig war in der DEL. Natürlich wird meine Rolle in der Oberliga anders sein, das ist klar. Aber ich bin mit Sicherheit keiner, der 30 Tore schießen wird. Und der Typ bin ich einfach nicht, der Spielertyp bin ich nicht. Ich denke und ich hoffe, dass ich der Mannschaft helfen kann. Natürlich möglichst viel, möchte man natürlich auch. Aber ich bitte, ich hoffe, dass das von den Medien und auch von den Fans im Rahmen gehalten wird. Und ich hoffe, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind. Das ist das Allerwichtigste. Einzelspieler nützen in dieser Sportart relativ wenig. Wir brauchen eine gute Mannschaft. Wir müssen gut zusammenpassen. Und ich habe einige Jungs auch schon kennengelernt. Ich sehe dem Ganzen auch sehr, sehr positiv gegenüber. Ich denke, dass wir eine gute Truppe haben werden. Und Einzelspieler, viele gute Einzelspieler, ich denke, das sieht man auch, egal in welcher Sportart das ist, die müssen zu einer Mannschaft zusammenwachsen und dann können sie erfolgreich sein. Und auf das kommt es an, das ist das Allerwichtigste. Danke dir, Flo. Noch die Frage abschließend an unsere beiden Vorstände. Wer möchte von euch beiden antworten? Die Erwartungen, die hat der Flo gerade angesprochen, die sind natürlich
gerade auch von der Öffentlichkeit immens, wenn ein Spieler, der auch noch heimisch wieder wird, aus der DEL in die Oberliga wechselt. Thomas, was erwartet ihr euch denn vom Flo, von diesem Transfer? Der Flo hat sich ja gerade beschrieben, uns ist das vollkommen klar. Aber was wir erwarten, ich kann es eigentlich fast ein bisschen plakativ beschreiben. Tore schießen wir genug. Wir bekommen zu viele. Und das erwarten wir. Und wir erwarten ganz einfach von Flo, dass er dafür sorgt, dass wir weniger Tore bekommen. Und dann werden wir viel mehr Spiele gewinnen. Das erwarten wir, ganz plakativ gesagt. Was erwarten wir natürlich auch? Seine professionelle Einstellung. Wir kennen ihn seit Jahren. Wir wissen, was wir an ihm haben. Und wir erwarten von ihm natürlich auch, dass er das in die Mannschaft reinbringt, in das Umfeld reinbringt. Und wir erwarten nicht von dir, Flo, dass du 30 Tore machst. Das kann ich dir sicher zusagen. Das sind Gehirngespinste. Henry erwartet 29, Jürgen 27, ich will mich bei 25 einleveln. Nein, wir erwarten ganz einfach, dass wir stabiler in der Verteidigung stehen und dass du uns da einfach hilfst und da ein Schlüssel dazu bist, dass wir in der kommenden Saison nicht so viele Gegentore bekommen. Das alleine ist die größte Hoffnung von mir persönlich, denke ich auch vom Jürgen. Und dass du insgesamt uns mit deiner Erfahrung und deiner Professionalität weiterhilfst, dass du talentiert bist, das hast du ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Du hast natürlich ein Riesentalent und das wird uns mit Sicherheit definitiv weiterbringen. Ich fasse zusammen, die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive die Meisterschaften. Ja? Gibt es weitere Fragen an die Anwesenden? Andi, welch Wunder. Schau mal, da, unterm Tisch. Herr Florian, soweit ich mich erinnern kann, wie du damals in Sölden noch gespielt hast, beim ERC und auch Nachwuchsbereich, warst du damals nicht Stürmer? Und wenn ja, wann bist du zum Verteidiger umfunktioniert werden oder wo? Ich war Stürmer und dann habe ich keine Tore geschossen, dann wurde ich Verteidiger. Nein, es hat sich bei mir eigentlich schon im Nachwuchs herauskristallisiert. Also ich habe bei den Außermannschaften am meisten Verteidiger gespielt und bin so dann eigentlich dann in der DEL ja eigentlich dann hauptsächlich nur Verteidiger. Also ich habe, glaube ich, 2 oder 3 Spiele nur als Stürmer gemacht in der DEL und eigentlich dann nur Verteidiger und fühle mich da auch wohler als ich als Stürmer und das war schon sehr lang. Der Coach möchte noch was loswerden. Du korrigierst auf 28 Tore? Nein, ist nicht wegen Tor, aber man sieht ja, wenn man einen Spieler wie Florian kriegt, ist es ja nicht nur für die jetzige Mannschaft auch wichtig. Ich war heute Morgen, war ich im Fitnessstudio, habe ich mit ihm getroffen. Da hat er auf einmal mit 3 jungen Spielern zusammen trainiert, die auch für die nächsten Jahre in unsere erste Mannschaft eingebaut werden. Das ist auch unheimlich wichtig, wenn man so einen Profi bekommt. Der ist für das gesamte Konzept, was jetzt auch mit dem Wölfe-Club oder auch für den kompletten Nachwuchs, weil die dann sehen, dass einer so professionell arbeitet, da passen sich die jungen Spieler an und wissen schon, wie das ist, da zu sein. Und das wird die Arbeit so viel einfacher machen für die Zukunft, dass die Spieler schneller an das Level reinkommen, wo wir sie brauchen. Wenn keine weiteren Fragen offen sind, bitteschön. Guten Abend. Erstmal nochmal Gratulation an die Verantwortlichen für diese tolle und unerwartete Neuverpflichtung. Ich denke, auch der neue Torhüter müsste der Mannschaft sehr weiterhelfen. Ich möchte aber jetzt nochmal eingehen auf das Sommertheater. Sollte der Worst Case eintreten, dass die Oberliga Süd tatsächlich nur 9 Vereine zur Verfügung hat, vielleicht Regensburg, vielleicht Heilbronn die Lizenz nicht bekommt, Regensburg hochgeht, also noch ein attraktiver Verein weg ist, Bayreuth als Zuschauermagnet fehlt. Es wird wohl dann so sein, dass der Verein zuschauermäßig ganz erheblich konservativer kalkulieren müsste, als es in den vergangenen Jahren war. Könnte denn dann dieses abzeichnende Lücke durch erhöhte Sponsoreneinnahmen aufgefangen werden? Ich kann mich noch gut erinnern, vor 3 Jahren, als die Autowelt König in die Insolvenz ging und dann Match gefunden wurde als Hauptsponsor. Ich denke, ich habe damals gelesen, dass für 3 Jahre Match Hauptsponsor begleitet hat. Also diese Frist müsste eigentlich aus sein. Hat man weiter einen Hauptsponsor an Bord? Und wie würde es aussehen, eben wenn man tatsächlich von den Zuschauern her sehr erheblich weniger Einnahmen hätte? Gibt es daran Sorgen, erhebliche Sorgen? Ja, grundsätzlich
hoffen wir natürlich, dass wir in einer noch relativ attraktiven Liga spielen werden. Wie die Liga letztendlich aussehen wird, das wage ich heute noch nicht zu prognostizieren. Das kann keiner von uns sagen. Eine 9er Liga wäre noch nicht mal das Worst Case. Es gibt noch ganz andere Szenarien. Aber ob dann der DEB flexibel reagiert und vielleicht sogar eine Oberliga in zwei Staffeln ins Rennen schickt, mit zwei oder drei Ostvereinen noch dazu. Das sind alles Fragen, die wir im Moment noch nicht beantworten können. Wir sind auch von den Entwicklungen in den letzten Tagen ein bisschen überholt und überrascht worden, jetzt mit Hamburg und Bremerhaven. Wir wissen noch nicht, in welche Richtung das Ganze laufen wird. Aber wir werden mit Sicherheit daran arbeiten, wenn wir mit niedrigeren Zuschauerzahlen rechnen müssen, auf der Gegenseite dann wieder mit mehr Sponsoreneinnahmen das aufzufangen. Es wird natürlich, das ist auch ganz klar, schwieriger. Sollte an Regensburg noch mit wegbrechen, das sind wieder zwei Derbys weniger. Ja, wir haben es nicht in der Hand, wir müssen dann einfach daran arbeiten, diese Löcher wieder mit anderen Einnahmen zu stopfen. Anders bleibt uns gar nicht übrig. Zu der Nachfrage mit dem Hauptsponsor noch, da wird es in den nächsten Wochen auch Entwicklungen geben. Einfach abwarten, wir werden es veröffentlichen. Noch ist nichts spruchreif, aber ich denke, da sind wir ganz gut aufgestellt und werden Sie den Medien auch entnehmen können oder auch bei uns dann auf der Webseite oder Facebook. Eins möchte ich da vielleicht noch ergänzen. Man kann mit Sicherheit auch eine attraktive Runde spielen mit 10 Mannschaften, unter Umständen sogar mit 9. Es kommt auf den Modus drauf an. Wenn die 4-mal gegeneinander spielen, 6-mal, 8-mal, 10-mal, 11-mal, dann natürlich nicht. Es gibt unterschiedliche Szenarien. Wir müssen jetzt einfach abwarten, was letztendlich das Ergebnis wird. Ich habe es eingangs schon mal gesagt, wir beide fahren morgen nach Klostersee, nach Grafing und werden uns dann mal mit den anderen Präsidenten und Vorständen beraten. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Das ist das, was Sie meinen. Die werden wir machen. Das können wir Ihnen versichern. Wir werden alles in die Waagschale werfen und werden dafür Sorge tragen, dass wir eine gute Mannschaft ins Rennen schicken, dass wir erfolgreichen Eishockey spielen, dass ihr alle miteinander und natürlich auch wir eine schöne Saison sehen mit attraktiven Spielen, mit einer attraktiven Mannschaft. Dafür werden wir dafür sorgen. Alles, was nicht in unseren Händen liegt, alleinig, werden wir versuchen, so gut wie möglich und im Interesse des VAR zu beeinflussen. Das können wir euch sagen. Wir sind fast Tag und Nacht auf Abruf momentan aufgrund der Situation. Man sollte am Samstag nach Ratingen kommen und so weiter und solche Geschichten, um dann mit dem DEB weiter zu beraten. Also wir werden alles möglich machen und werden unsere Stimme auch letztendlich da einbringen und werden alles, was in unseren Möglichkeiten ist, wirklich in die Waagschale werfen, um hier das Bestmöglichste zu erreichen. Wir werden mit Sicherheit eine gute Mannschaft haben und eine gute Serie spielen und ich bin mir auch sehr sicher in einer Oberliga. Wie auch immer die heißt, wie auch immer die aussehen mag und freuen wir uns jetzt auf den Flo und auf unseren Neuzugang und auf die weiteren Entwicklungen und auch was Hauptsponsor anbelangt, gibt es gute Gespräche und wird sich mit Sicherheit in den nächsten Wochen einiges tun. Wenn es keine Fragen mehr gibt, denke ich, Thomas, das war ein sehr gutes Schlusswort. Dann wünschen wir Ihnen noch einen schönen Abend, einen schönen Feiertag. Wer hat das Glück, den Brückentag zu nehmen, genießt das lange Wochenende. Vom VAR gibt es in den nächsten Wochen noch einiges zu hören, wie gerade besprochen. Und ansonsten nochmal herzlich willkommen zurück, Florian Ondruschka. Wir freuen uns auf dich. Wir wünschen dir noch einen schönen Abend. Servus.